Eschweider Video. Thorsten Herbst ist der medienpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Sächsischen Landtag. Im Interview stellt er sich den Fragen von Medien mit Weida zur Radiodigitalisierung bis spätestens 1. Januar 2015. Herr Herbst, halten Sie die Zwangsdigitalisierung des analogen UKW-Radios für richtig? Wir sehen große Probleme im Zusammenhang mit der Digitalisierung, weil im Gegensatz zum Fernsehen im Radiobereich für den Verbraucher kein richtiger Fortschritt erkennbar ist. Und ich glaube, aus diesem Grund tut man sich schwer. Es gibt kaum Akzeptanz dafür, es gibt viel zu wenige Geräte, die Programmangebote sind gering. Wie ist die Haltung der FDP-Fraktion im Landtag zur geplanten Abschaltung der analogen UKW-Frequenzen? Wir haben uns bei den Koalitionsverhandlungen mit der CDU so verständigt, dass wir die Entwicklung insgesamt im Auge behalten. Sachsen will ja keine Insellösung schaffen, dahingehend, dass wir hier UKW abschaffen, während überall woanders weiter auf UKW gesendet wird. Deshalb kann man aus meiner Sicht nur eine Lösung treffen, die für Gesamtdeutschland zutrifft. Wir wollen verhindern, dass quasi über Nacht Millionen UKW-Geräte auf dem Schrotthaufen landen. Wie wollen Sie als FDP-Fraktion die Radiolandschaft gestalten? Es wird mit Sicherheit Übergangsszenarien geben und keine komplette Umschaltung über Nacht, weil wenn man sich allein vorstellt, wie viele Kfz auf sächsischen Straßen unterwegs sind, deren Radios eben UKW empfangen können, die beispielsweise auch Verkehrsinformationen darüber empfangen, dann ist es, glaube ich, absurd anzunehmen, dass von einem Tag auf den anderen jetzt alle Radioempfänger ausgewechselt werden müssen. 8 Jahre lang keine Neuvergabe von freien, analogen UKW-Frequenzen. Gefährdet das die Radiovielfalt? Die momentane Vielfalt gefährdet es nicht, aber was es verhindert, ist natürlich, dass neue Anbieter zum Zug kommen und man mehr Vielfalt schafft. Das findet im Moment dadurch nicht statt und insofern ist das sicher aus Verbrauchersicht eher eine negative Entwicklung. Oppositionshaltung versus Regierungsverantwortung. Was unternehmen Sie konkret gegen die Abschaltung? Ja, wir haben uns ganz klar darauf verständigt, dass Sachsen keine Landeslösung vornehmen wird, die nicht mit anderen Bundesländern abgestimmt ist. Und deshalb gehe ich auch zum heutigen Zeitpunkt davon aus, dass dieser Tag mit Sicherheit nicht das Ende des UKW-Radios in Sachsen bedeutet, also sprich der 31.12.2014, sondern dass darüber hinaus UKW-Angebote geben wird. Wird sich das digitale Radio in Zukunft durchsetzen? Und wenn ja, wie lange wird es dauern? Tja, das ist eine gute Frage, die heute wahrscheinlich sehr schwierig zu beantworten ist. Es gibt ja auch in den europäischen Ländern, die bisher Digitalradio eingeführt haben oder die damit experimentieren, sehr unterschiedliche Entwicklungen. Wenn in Großbritannien es sehr problemlos eingeführt wurde, haben viele andere Länder ihre ehrgeizigen Pläne fallen lassen, sind jetzt auch mal beim UKW-Radio geblieben. Ich sehe im Moment auch in Deutschland nicht den Trend, dass wir jetzt die Digitalisierung noch stärker vorantreiben.